Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect. Wir sind immer noch voll in der Kampagne, oder nicht in der Kampagne, in der Operation Hammer drin. Und wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Da, zur Tanix-Raketenbatterie. Der Zerstörer hat uns entdeckt. Wir machen die Tanix-Raketenschuss bereit. Nicht feuern. Sie machen ihn frei. Oh, und wieder eine rote Telefonbox, die so richtig schön dastehen, damit man weiß, man ist ja in London. Der Zerstörer hat gerade die Hälfte unserer Kompanie ausradiert. Feuert verbliebene Raketen ab. Irgendeine Wirkung? Negativ. Zielsystem funktioniert nicht. Irgendwas stört da. Wir sind fast bei Ihnen, Alpha. Halten Sie durch. Ich glaube, jetzt ist hier auch die Luft frei. Gut, dann gehen wir weiter durch die Tür hier. Komm, rüber, los. Gehst du? Ja, danke. Schauen wir noch mal kurz. Ab und zu haben die ja hier hinter Dresden was versteckt. Nein, nix. Wäre auch zu schön. Oh. Schwere Verluste erlitten. Kein Lebenszeichen von Alpha oder Charlie. Echo, Foxtrot und India sind hier, aber stark dezimiert. Kontakt mit Golf abgebrochen. Alle Kompanien, Tanix-Raketen vorbereiten. Bereit, als Männer. Ich hätte mir vielleicht nochmal überlegen sollen, ob ich die Tür da wirklich aufmache. Okay. So, erstmal hier die medizinische Station wieder plündern. Ihr könntet ja schon mal anfangen ohne mich, oder? Ach Gott, schon wieder ein großer. Natürlich, Commander. Nein, jetzt kann er da auch noch über die Fenster steigen. Komm, ja, gib weg, nein. So, ich glaube, hier ist ein, da ist noch was. Da ist noch ein kleiner Maurateur. So, das wäre auch erledigt. Ist hier noch irgendwas? Nein. Dann rutschen wir mal weiter. Wir kommen, um euch zu retten. Oh. Nein! Aua! Tut doch weh! Warum kann ich nicht mehr weiter zurück? Ich will. Aua! So, ach komm! Steh auf! Bestätigt!
Nein, der steht immer noch. Jetzt steht er nicht mehr. Ach Gott. Ihr könnt doch auch wirklich gar nichts. Oh, da ist noch mein Datenpad. Sicherheitsmemo. Ihr Ziele sind Bunker, Evakuierungsshuttles, Notfalldienste, Kraftwerke, Bürger. Sie wollen weniger die Infrastruktur vernichten, sondern hauptsächlich die Bevölkerung. Wir müssen die üblichen Evakuierungspläne modifizieren. Das konventionelle Vorgehen ist nicht ausreichend. Dabei gibt es nur noch mehr Opfer. Bilden Sie kleine Gruppen. Bringen Sie Überlebende aus der Stadt. Verteilen Sie die Menschen so weit wie möglich. Weitersagen, Leute! So, Munition. Okay, garantiert, wenn ich jetzt hier die Tür öffne, macht irgendwie da was Bang oder Bumm. Ah ne, eine Zwischensequenz. Auch nicht schlecht. Na, wirklich was? Wo bleibt der Feuerschutz? Wir brauchen Verstärkung auf! Ich glaube, die brauchen keinen Feuerschutz mehr. Und das nächste Team, das Goodbye sagt. Und wir warten immer noch darauf, dass die Tür aufmacht. Okay, Raketenbatterie sichern. Welche Raketenbatterie? Ach, die da vorne. So. Das war schön. Gleich drei auf einen streichen. Und hier. Nein. Aber die Kompanie wurde ausgelöscht. Commander, hören Sie mich? Major, wie ist die Lage? Der Strahl stört das Raketenzielsuchsystem. Wir treffen den Zerstörer, aber niemals mit der nötigen Präzision, um ihn auszuschalten. Verdammt. Edi, hören Sie mich? Jawohl, Commander. Irgendwelche Vorschläge? Ich könnte die Systeme der Normandy verwenden, um die Zielsuche der Raketen zu verbessern. Ausgezeichnet. Sie müssen einen Link von den Raketensystemen zur Normandy öffnen. Wird gemacht. Ja, das heißt, ich klicke da einfach mal schnell hin, oder? Das war's. Ich sage Bescheid, wenn ich die Zielerfassung angepasst habe. Das hört sich gut an, Commander. Warten wir's ab. Hammer! Hier ist Admiral Anderson. Die Reaper-Bodentruppen machen einen Vorstoß. Stellung halten und die Panzer beschützen, bis wir zum Schuss kommen. Sie haben's gehört. Bereit machen. Da sind sie! Tja, eigentlich sind nur wir drei da, die das beschützen. Hallo? Ah, da kommen die. Wo ist der nächste? War das jetzt der ganze Vorstoß von denen, oder wie? Anscheinend. Idi, könntest du mal schneller machen? Der kommt da sehr, sehr nah. Und ich will nicht schon wieder einem Reaper in die Augen gucken. Tja, wir warten, dass da jetzt Gegner kommen, aber irgendwie wollen da keine kommen. Stattdessen kommt ein Reaper. Und feuert da irgendwie da oben hin. Zumindest der kann auch nicht zielen. Komm, jetzt machen wir das. Hier, komm. Da. Oh, da. Ah, endlich kommen Gegner. Ha, ja. Das war jetzt wieder einer und jetzt kommt wieder lange Zeit nichts, oder? Oh doch, da muss doch irgendwas kommen. Schließlich schießen sie wieder auf. Hallo? Oh,
Da ist der kleine Morad Örgel noch hier mitspielen. Oh, jetzt bin ich von der Seite auch noch. Edi, beeil dich mal ein bisschen. Du bist noch so eine Superintelligenz, hat man gesagt. Mit Reaper Tech und so. Solltest du aber auch ein bisschen schneller arbeiten können. Alle noch zu weit weg, kriegt gerade die Zielerfassung. Komm, komm. Dann gehen wir halt dahin. So. Oh nee, das ist ein Benji. Wieder alle mal. Nee. Alle mal erstmal auf die Benji. Halte mir die Benji vom Arsch. Na, das ist gleich eine zweite Benji. Ach nee, oder? Oh nee. Das, aua. Ich hasse Benjis. Oh nee. Fortfahren. Ich hasse Benjis. Benjis sind echt das Übelste, was es gibt. Da kommen noch mehr! Auf unsere linke Flanke achten! Okay, erstmal auf die Benji hier oben. Vielleicht kriegen wir die schon ein bisschen klein, bevor die überhaupt bei uns ist. Ich schon da, verdammt. Nein, 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 weg da, weg da, weg da. Okay, da ist schon die zweite. Die hört man zumindest schon mal. Aber gleich ist sie weg. Okay. Eine Benji weg. Oh, da ist die zweite. Nein, bleib da draußen. Oder bleib auf der anderen Seite. Keine gute. Wow.
krieg gerade dermaßen eins aufs Maul. Ist die Benji weg? Nee, die ist noch da. Aber nicht mehr lange. Komm. Okay. So. Okay, hey. Sind hier noch welche? Da liegt noch was. Da ist das natürlich ein Hydra-Raketenwerfer. Ich glaub's nicht. Raketen können abgeschossen werden. In Ordnung. Sie haben's gehört. Zurück zum Truck. Okay, feuern wir ab. Zielsuchsystem verbessert. Feuer! Hat sie getroffen? Nee. Was ist passiert? Der Reaper ist noch zu nah an dem Strahl. Wir haben nur noch 2 Raketen. Und wir haben ihn nicht mal angekratzt. Der Reaper muss aus dem Einflussbereich des Strahls raus. Und näher zu uns. Commander, Hammer wird überall überarmt. Reaper-Bodentruppen nähern sich ihrer Position. Wir kämpfen uns zu ihnen durch. Halten Sie durch, Commander. Halten Sie durch. Noch eine Welle? Alle durchhalten. Wir schaffen das. Natürlich schaffen wir das. Allerdings erst in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut und danke, dass ihr zugeschaltet habt.